Woran liegt es, dass Österreich keine liebevolle Gesellschaft ist, keine gute Gesellschaft ist? Oh, also die Gesellschaft selbst, die hält schon zusammen, also so ist es wieder nicht. Ne? Nein, aber wie kann der Staat korrupt sein, wenn das Volk es nicht ist? Wie kann die Politik ist ja immer der Spiegel der Volksseele, ja, weil jedes Volk hat seine Regierung, ne? Ja, jedes Volk hat die Regierung, das verdient. Ne? Ja, genau. Also muss ja da irgendwas Zusammenhang bestehen. Ja, sagen wir mal so, das ist ein Wegschauen gewesen. Also, ja? Also man hat einfach gewisse Dinge einreißen lassen. Man ist alle vier, jetzt fünf Jahre zur Wahl gegangen. Ich meine, fünf Jahre schaffen sie eh nicht. Das nicht. Ja. Aber so ein Kreizel gemacht und dann passt schon. Ne? Und die anderen haben es genauso gesehen. Ne? Gesagt, würde ich eh wurscht, was die für Kreizel machen, wir machen so weiter wie bisher. Ne? Das heißt, nach dem Motto, Gelegenheit macht Diebe. Und wenn die Leute nicht hinschauen, was wir machen, dann machen wir halt so weiter, bis es kein Zurück mehr gibt. Ne? So ist es, ja. Das ist vielleicht so eine Dynamik, wie das sehen. Ne? Das heißt, Sie sprechen eigentlich dafür, dass es mehr Selbstbestimmung, Mitbestimmung... Mehr mitmachen einfach. Jedes Einzelne. Jeder muss sich mehr interessieren. Ich meine, wir machen diese Corona-Sprechstunden österreichweit. Ne? Ich meine, die Defizite der Leute in Rechtsfragen, das ist erschreckend. Ja, sicher. Ne? Die Partizipation des Bürgers ist eigentlich wünschenswert, ja. Aber man bildet sie ja auch in der Schule nicht danach aus, oder? Ja. Muss jetzt ein Rechtsstudium an der Uni machen, damit ich mitreden kann? Das ist ja schon sehr kompliziert. Ne? Naja, sicherlich ist es für den Einzelnen mühsam. Das will ich gar nicht bestreiten, aber man kann es ja, es gibt ja auch einfachere Bücher über Staatsrecht. Ne? Man muss ja nicht gleich was weiß ich, die großen Wörter studieren. Ne? Man kann sich ein gewisses Basiswissen schon erwerben, ne? Wo man dann sagt, naja, kann das stimmen, kann das nicht stimmen. Ja. Ne? Das ist wie beim Arzt, man ist ja kein Mediziner. Ne? Und dann kann man sagen, naja, passt das, was der sagt, fühle ich mich wohl, nein, fühle ich mich nicht wohl, stimmt was nicht. Also man kann sich schon so ein Wissen erwerben, ne? Wo man sagt, naja. Also. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass ja jeder Mensch irgendwo eine Herzintelligenz hat, um zu spüren, ob was stimmig ist oder nicht. Eben, ne? So ist es. Ja, also, wie gesagt, ich muss ja nicht Rechtsanwalt werden. Ne? Und ich muss ja nicht Arzt sein. Ne? Ja. Darum haben wir eine arbeitsteilige Gesellschaft. Aber man muss sich halt bei Dingen, die einen persönlich betreffen, ein Mindestmaß an Wissen zulegen und wie soll man sagen, ein Interesse zeigen. Ne? Ja. Und ein Engagement ein bisschen mitbringen. Ne? Dann passiert es vielleicht sowas nicht. Ne?